Moin Moin, willkommen zurück bei Addicted Ossi. Heute mal ein etwas anderes Opening hier, aber jetzt geht's wirklich rein nur um den Fokus auf diese Geräte, wie sie funktionieren. Dieses Gerät brauche ich, glaube ich, wirklich nicht erklären. Wer es im Video vorher gesehen hat, da habe ich es schon beschrieben. Die Funktion müssen wir hier nicht testen. Ganz ehrlich, auch ich habe die Ladekabel dafür noch gar nicht gelötet. Also können wir es im Grunde auch gar nicht richtig testen. Ist aber, glaube ich, guck das Video vorher, habe ich es erklärt, ist aber wirklich einleuchtend. Hör ich also beiseite. Und wir konzentrieren uns jetzt auf den Lader, auf den Lipo-Checker und Balancer und wirklich auf den Lipo-Checker, den Battery-Checker und den Lipo-Entlader. Fangen wir mit dem Ladegerät an. Packen die anderen Sachen wirklich aus dem Bild, konzentrieren uns wirklich nur auf das Ladegerät. Und ich guck mal, dass ich jetzt da rankomme. Ja, komme ich. So. So, dafür habe ich jetzt schon Ladekabel gelötet. Etwas lang, aber ich wollte sie so lang haben. Habe hier auch von Hobby King XT60 Stecker extra geordert. Ich werde das jetzt hier einstecken. Zack. Jetzt brauche ich einen leeren Lipo, fällt mir gerade auf. Habe ich einen? Ja, habe ich. So, ich hab das jetzt nochmal anders hingestellt. Ich zeige es euch gleich nochmal aus der Nähe, um das jetzt ein bisschen besser zu zeigen. So, dann nehme ich hier mal mein Balancer-Kabel, das ich mir gerade bei Staufenbier geholt hatte. Ich stecke das hier ein. Stecke hier schon mal Balancer in den Balancer quasi. Und kurz gucken. Plus, Minus, Balancer. Ja. Da meckert der immer ganz kurz, wenn man es einmal also halbwegs daneben liegt. Ist aber halb so wild, kriegt sich schnell wieder ein. So, und jetzt haben wir hier den Lipo. Hat er sofort erkannt. Ist ein 2S-Lipo. Und wir wählen jetzt hier ganz normal Kanal 1 aus, weil wir sind auf Kanal 1. Dann zeigt er uns direkt an 3,6 Volt und 3,58 Volt. Das ist nach dem Fahren gewesen. Dann können wir hier noch einmal switchen. Dann sehen wir 28 Grad. 7,2 Volt ist das. Das ist der. Ja, das ist das, was wir aktuell haben. Und ja, dann geht er wieder zurück nach einer gewissen Zeit. Kanal 2 ist natürlich nichts dran, ist klar. Da werden wir jetzt hier, also hier können wir hoch, runter an diesem Rad. Es hat gleichzeitig eine Druckfunktion. Zack. Und schon sind wir im Menü. So, und das zeige ich euch jetzt eher vom Nahen. So. Hier haben wir natürlich sämtliche Menüpunkte, die wir benutzen können. Es ist nicht allzu viel, aber es ist alles Nötige. Wir haben eine LCD-Helligkeit. Ne? Wir können ganz niedrig gehen, mittel und hoch, ist klar. Die Lautstärke ist dieselben drei Punkte. Endklang wiederholend oder einmalig. Machen wir wiederholend. Ne, machen wir einmalig, das reicht. Aufgeteilte Anzeige automatisch. Kann man machen, kann man auch manuell machen. Sprache, gibt es hier sämtliche Sprachen. Ja, Spanisch, Französisch, Japanisch, Chinesisch, wahrscheinlich noch Koreanisch und Englisch und noch irgendwas anderes. Und wir machen natürlich auf Deutsch. Firmware Sharing, darüber bin ich noch nicht wirklich komplett informiert, aber brauchen wir nicht. Systeminformationen, da haben wir aktuell die Software, ja, Version, die wir hier haben. Durch den Tastendruck geht es wieder weg. System Selbstdiagnose. Dann fängt er hinten einmal den Lüfter durchzudrehen, testet sich einmal selbst. Achso, ich soll den Akku entfernen. Machen wir. Habe ich. Machen wir nochmal die Diagnose. Okay, dann liegt es vielleicht am Balancer. Das Balancer-Kabel mal abgemacht. Von dem Ladekabel getrennt. Ja, das sieht auch besser aus.
Selbstdiagnose, keine Fehler. Stimmt da, glaube ich, gerade. Ich gucke nochmal. Ohne Fehler, alles klar. Gut. Und dann geht es das Ganze zurück und dann haben wir wieder das Menü. Hier NC, NC, das heißt, wir haben kein Lipo dran. Das machen wir jetzt, schließen wir jetzt wieder an. Zack, erst den Balancer rein. Und das Ganze ist angeschlossen. Jetzt starten wir das Ganze einmal. Haben Channel 1 ausgewählt, drücken. So, und dann können wir jetzt aussuchen. Hier können wir mal wirklich ganz genau sagen, wie viele Zellen wir haben, wie viel Ladeschlussspannung der Akku haben soll, welchen Akkutyp wir haben, Lipo natürlich, aufladen, entladen und lagern können wir. Entladen ist der Lader wirklich nicht wirklich gut. Mit 0,6 Ampere, glaube ich, macht er nur. Deswegen gibt es auch diesen Entlader, den ich auch noch zeige. Und ja, Strom, Einstellungen. So, jetzt gehen wir natürlich, weil es 8400 mA sind, drücken wir jetzt mal auf 8,4 Ampere, die er laden soll. Und Aufgabe starten. Jetzt sehen wir das Ganze. Fährt er hoch. Getestet wird hier oder geladen wird hier gerade mein Intellect IP Lipo. Einer meiner Favoriten im 2S-Bereich. So, jetzt pendelt er sich natürlich mit den Ampere hier so ein bisschen ein. Aber er fängt an zu laden. Wir sehen ganz genau, wie viel, ich mache das hier mal wieder auf Kanal 1, wie viel Milliampere-Stunden er schon reingejagt hat, wo die Zellen gerade sind. Das können wir hier dann auch, indem wir einmal runterdrehen. Na, da war ich jetzt zu langsam. Da. Da sehen wir die einzelnen Zellen, wo sie gerade sind. Und hier haben wir die Innenwiderstände des Lipos. 2,6 und 2,5. Das sieht eigentlich auch sehr gut aus. Und hier haben wir nochmal ganz genau, wie viel Grad das ganze Ladegerät gerade hat. Und ja. So, und das war's. Und das lassen wir jetzt mal laden und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn er fertig ist. So, er hat eben schon Alarm geschlagen. Und das heißt, er ist jetzt so gut wie fertig. Hat ein bisschen lange gebraucht, allerdings darf man hier nicht vergessen, hier ist ein riesen Lipo dran. Das ist ein 8400 mAh Lipo und wir haben jetzt 6850, ich zeige das mal genauer, da, 6,85 Ampere-Stunden, also 6850 mAh. Der Balance hier noch ein bisschen aus. Mache ich das Ganze nochmal hier. Wir haben jetzt hier den Zellen, die Milliohm sind ein bisschen weniger geworden. Und hier sehen wir auch die einzelnen Zellen, die sind voll. Der Lader ist ordentlich warm. Hier oben steht die Zeit. 54 Minuten und 11 Sekunden hat er gebraucht. Dann können wir jetzt hier lange drücken. Der ist fertig. Und somit ist dieser Lipo geladen. Dass wir jetzt hier Stecker ziehen können. Somit ist das hier abgeschlossen. Und somit kommen wir jetzt zum nächsten Gerät. Nochmal ganz kurz, bei dem Lipo, bei dem Lader hätte ich mir wirklich ganz gern irgendwo einen Ausschalter gewünscht. Ist nicht eigentlich nicht allzu groß, so ein Ausschalter, aber um den von Strom zu trennen, um ihn auszuschalten, müsst ihr tatsächlich den Stecker ziehen. Bin ich kein riesen Fan von, aber nun ja. Gut, jetzt holen wir uns mal ganz kurz wieder ein bisschen weiter weg. Das war falsch. So, so ein bisschen. Gut, weiter geht's. Und jetzt checken wir das Ganze einmal. Nehmen hier und mein kleines Ladekabel oder Arbeitskabel, Checkerkabel, was ich mal gelötet habe. Plus zu Plus, Minus zu Minus. Und stecken das Ganze jetzt hier rein. Zack. Und jetzt sehen wir,
4,21, 4,21 pro Zelle. 100%. Da sehen wir alle Zellen. Ich muss das selber erstmal sehen. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Die Lowest-Zelle hier hat im Grunde 4,2 Volt. Haben sie eigentlich beide. Insgesamt 2S erkennt er ja natürlich 8,4 Volt. Achso, ja, wie gesagt, wir haben diese drei Menüpunkte. Jetzt sehen wir hier ganz normal, er zeigt zwei Zellen an, beide voll. Balken geht bis nach hinten. Dann nochmal die einzelnen Zellen. Dann nochmal die Übersicht und dann kommt wieder das. Das kann dieses Gerät. Ich finde das wirklich sehr, sehr schick, muss ich sagen. Es ist wirklich klein. Man kann es mal wirklich eben mal kurz in die Hosentasche stecken und gut ist. Und das war's auch schon. Mehr kann das Gerät im Grunde nicht. Finde ich aber für so einen normalen Lipo-Checker, wenn man etwas Hübsches haben möchte und auch ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, ist das wirklich was sehr Schönes. Jetzt kommen wir zu der Sache, wo ich sage, das sollte man kombinieren. Und da nehmen wir jetzt nicht diesen Lipo. Den lassen wir jetzt mal so. Das mache ich nachher. Jetzt nehmen wir mal ein 4S-Lipo, den ich von Team Undercover habe. Weil das hier einfach ist mit den Kabeln. Kabel hier muss ich trotzdem verwenden. Muss ich jetzt mal eben rausziehen. So. Sollte ich mir vielleicht nochmal ein anderes löten. Stecken wir das an. Zack. Dann haben wir jetzt im Grunde, ja, ist nicht besonders hübsch, aber wir haben jetzt hier das Balancer-Kabel hier an dem XT60-Stecker, können wir jetzt ignorieren, weil der Lipo ja sein eigenes Balancer-Kabel hat. Jetzt haben wir den eingesteckt, den Lipo. Jetzt können wir hier durchs Drücken der Zellentaste geht das Ding an. Ich hole mich jetzt mal wieder ein bisschen näher ran. Jetzt merkt er natürlich, wir haben ihn durch das Drücken von Zellen auf 4S gedrückt. Er startet sofort, fängt das Entladen an und zwar voreingestellt ist das Gerät auf 3,8 Volt und bis dahin entlädt er den Lipo auch. So, jetzt haben wir aber natürlich keine Balance-Funktion hier. Ist natürlich ein bisschen schade, wenn man Lipo entlädt, aber die Zellen nicht gebalanced werden. So, ich lasse es jetzt mal mit Absicht gerade so nah dran. Jetzt haben wir jetzt ja noch unser anderes Gerät hier, was ich jetzt einstecken werde. Kommen wir ein bisschen nach vorne. Und jetzt sehen wir auch hier, schade, ich kann den Lipo nicht verwenden. Ich nehme ihn mal sofort wieder ab. Der Lipo ist bereits entladen. Das war so. Den hatte ich dann schon verwendet. Nehmen wir den mal wieder weg. Ich glaube, dieser war dann bereit dafür. Nehmen wir den 2S-Lipo. Balancer-Kabel, wie gesagt, muss ich nicht einstecken. Zellenzahl auswählen, ist jetzt ein 2S-Lipo von Team Undercover. Wir wollen mit 6 Ampere entladen. Entschuldigung, falls das jetzt nicht ganz im Bild war. Und Balancer-Kabel müssen wir doch einstecken. Weil wir jetzt hier natürlich gucken wollen. Ja, der ist geladen. Um das Ganze jetzt hier zu starten, wenn das nicht von alleine macht, lange auf Zellen drücken. Und dann fängt er an, er hat schon geblinkt. Egal. Er hat auf jeden Fall schon gestartet, das macht er von allein dann doch. 4,161 und 4,171 sind jetzt die Zellen. Jetzt sehen wir schon, er fängt schon an zu entladen. Ne? Eben war er bei 100%, jetzt ist er schon bei 95. Jetzt haben wir hier das Menü ungefähr ja, ähnlich aufgebaut wie bei dem Ladegerät. Und Lautstärke können wir alles hier einstellen. Alarme wiederholend, Akku-Typ, Lipo. Unterspannungsalarm können wir natürlich auch einstellen. Und USB-Aufladen ist das, was ich einmal gesagt hatte. Wir können hier mit einem eingesteckten Lipo und auf der anderen Seite herauskommenden USB-Kabel unser Handy, unsere Funke, alles Mögliche laden. Jetzt wollen wir mal ganz kurz den Start, den Balance,
das Balance-Programm starten. Und jetzt sehen wir, jetzt fängt er an zu balancen. Gerade mit Zelle 2. Sagt, das ist mir ein zu hoher Unterschied. Zelle 1 wird gleichzeitig entladen, weiterhin wegen dem Entlader. Und Zelle 2 wird gleichzeitig ein bisschen mehr entladen, gebalanced. Das ist natürlich jetzt hier doof, wenn er dunkel wird. Und das Ganze wird gleichmäßig entladen. Das wird ein bisschen in Ordnung gebracht. Und das ist das, was ich daran so sehr schätze. Das ist wirklich klein alles hier. Das kann man alles wunderbar mal irgendwo beiseite legen, wenn man sagt, jetzt man ist jetzt unterwegs und sagt jetzt, ich will heute nicht mehr fahren, Autos kaputt, wie auch immer. Ich kann mir zu Hause ein bisschen Arbeit ersparen. Ich kann mein Lipo jetzt schon mal hier entsorgen. Ich bin noch ein bisschen hier, weil ich mit Freunden unterwegs bin, wie auch immer. Oder mein Fahrer fährt noch nicht mich nach Hause, sondern fährt selber noch seine Autos, wie auch immer. Ich könnte jetzt, weil ich das immer dabei habe, na, jetzt geht's hier wieder los. Wie gesagt, der Entlader vernichtet Energie, der wird immer ordentlich warm. Und dementsprechend ist er ja temperaturgesteuert, die Drehzahl wird erhöht und der kriegt die Abwärme weg. Hier sehen wir jetzt auch, auch wenn das Display aus ist, er leuchtet grün. Das heißt, er arbeitet, der Balancer arbeitet und er fängt an blau zu leuchten, wenn er fertig ist. Genau, und das macht er jetzt die ganze Zeit. Hier haben wir auch eine Zeit. Wir haben ja ziemlich gleichzeitig, eine Minute vielleicht hat es gedauert, bis wir den Balancer-Vorgang gestartet haben. Das heißt, aktuell entladen wir ungefähr 3 Minuten. Das lassen wir jetzt mal entladen und gucken gleich nochmal, wie lange er gebraucht hat. Damit ihr seht ungefähr, wie lange das so dauert. Ich lasse es jetzt hier mal laufen und verlasse dabei natürlich den Raum. Weil wie gesagt, der kann ein bisschen lauter werden. Also das ist schon eine Luftdrehzahl hier, aber er kann, glaube ich, nochmal einiges draufpacken. Ne? Wen es nicht stört, ist, also mich stört es überhaupt nicht. Ich kann in einen Raum gehen, juckt mich nicht. Wer in einer Einzimmerwohnung lebt, da ist es vielleicht was anderes, weil man das ja im selben Raum hat. Ne? Gut, wir gucken gleich rein, wenn er fertig ist. Bis gleich. So, er ist fertig. Entladen hat er. Er balanciert hier immer noch gleichzeitig aus, aber wir sehen, die Millivolt-Zahl ist deutlich geringer geworden. Wir sind jetzt bei 13 Millivolt. Wir waren vorhin irgendwie bei 30 oder ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall höher. Er hat entladen. Und zwar hat das Ganze jetzt circa 33 Minuten gedauert. Gut, war auch wirklich knüppelvoll der Lipo. Und bei angefahrenen Lipos ist es natürlich wesentlich kürzer. Ich hatte das schon gehabt, dass er so einen angefahrenen Lipo immer innerhalb von, also da waren immer noch 90% drin, aber den hat er dann innerhalb von 11, 12 Minuten entladen. Also das funktioniert durchaus. Ne? Ja, das war dieses jetzt. Und eine kleine Sache noch, also ich nehme den jetzt hier einfach ab. Gut, ich kann vielleicht kurz vorher stoppen müssen, aber egal. Hier nehmen wir einfach auch, Entschuldigung, hier entfernen wir einfach auch den Lipo aus dem Gerät. Somit ist das Gerät ausgeschaltet. Wir können es beiseite packen. Ich kann mal ganz kurz hier nochmal den Lipo nehmen und hier nochmal kurz was zeigen, was ich vorhin vergessen hatte. Also, wir haben jetzt ganz normal die Anzeige hier und können hier durchswitchen. Das ist das, was ich vorhin gezeigt hatte mit dem kleinen Lipo-Checker. Wenn wir die Taste oben länger gedrückt halten, gehen wir ins Menü. Da können wir noch programmieren. LIHV, Lipos, LIFE und Li-Ionen-Akkus und Lipos natürlich. Dann bestätigt man, dann geht man weiter. Genau, dann kann man so immer mit der oberen Taste durchs Menü weitergehen. Oder habe ich es jetzt gerade, wenn man Display, Rotation, Settings, normal. Ja, gehen wir mal weiter. Es ist leider keine deutsche Sprache drin, entweder Japanisch oder Chinesisch oder Englisch. Und wenn man dann wieder länger gedrückt hält, geht man wieder aus dem Menü, dann ist es gespeichert und fertig. Jetzt ziehen wir wieder ab und Feierabend.
Und jetzt baue ich nochmal alles auf zur genauen Übersicht und dann sehen wir uns gleich. So, dann haben wir das. Ja, also das sind wirklich die Sachen, die ich jetzt habe. Das habe ich gezeigt in Kombination mit dem. Das brauche ich nicht zeigen, das ist klar, das ist eindeutig, wie gesagt, immer noch einmal kurz erklärt in dem Video vorher. Der kleine Lipo-Checker erklärt, das Ladegerät, hier ist wirklich nochmal das andere Ladekabel, was ich jetzt hierfür gemacht habe. Wirklich, habt hier echt lange gemacht, ist halt ein bisschen befreiender, wenn man auf dem Tisch die Ordnung hat, kann man den Lader weit wegstellen und die Akkus vor sich trotzdem laden. Funktioniert wirklich alles sehr gut. Und solche Ausrüstung, solche RC-Ausrüstung hätte ich mir wirklich schon vor ein paar Jahren gewünscht, weil das hätte wirklich einiges an Geld gespart und wäre wesentlich einfacher gelaufen. Das ist wirklich Ausrüstung, wie ich sie jedem empfehlen kann. Und auch die ISDT mit dem externen Netzteil. Es gibt noch ein externes Netzteil von ISDT. Kann man leider nicht regulieren. Haut, glaube ich, permanent 27 Volt raus. Über die Amperezahl bin ich mir, glaube ich, gerade nicht so sicher. Ich glaube, 60, 63 Ampere. Bin ich mir gar nicht so sicher. Auch schön CNC gefräst in diesem Stil hier. Sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Auch natürlich mit XC60-Anschluss. Aber ich wollte halt ohne Netzteil das Ganze machen, gerade weil ich schon eins habe für meinen Reifenheizer. Und deswegen war mir das so wichtig, dass das kein Netzteil hat. Und das funktioniert hier wirklich sehr, sehr gut. Also wirklich top. Gut, das war's von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.